Willkommen zurück bei The Dangerous. Jetzt über eine Woche habe ich keine Aufnahmen gemacht und ja, in der Zwischenzeit, es läuft derzeit immer noch das Community Event für die UGC und mittlerweile, fast die Hälfte von Tier 1 zumindest abgegeben. Ich habe jetzt selber auch schon ein bisschen über 436 Tonnen abgeben können an Gold und ich habe 4 Mining-Gänge gemacht, habe dabei knapp immer um die 500 Tonnen eingesammelt mit der Cutter und auch einmal tatsächlich alle 576 Tonnen voll mit Fracht abgegeben und hatte bei der Runde auch dadurch, ziemlich genau waren das, 10 Millionen Credits gemacht. Insgesamt bei den 4 Runden, die ich hin und her geflogen bin, waren das 35 Millionen, die ich dadurch eingenommen habe. Das war halt echt nice. Oh, hier draußen wird rumgeballert. Jedenfalls bin ich jetzt erstmal wieder ein bisschen zum Rumfliegen mit der Corvette und eventuell so ein paar Sachen beschaffen für den Ingenieur. So, da würde ich jetzt gerne nochmal hin zu dem. Denn, Moment, wo ist es denn? Fleckheit. Aus dem Grund, dadurch, dass ich ja jetzt so viel Bergbau gemacht habe, kam da halt auch eine ganze Menge Kram zusammen, den ich gesammelt habe. Hier die ganzen Materialien. Okay. Da kamen zwar immer wieder dieselben, aber halt auch ab und zu mal ein paar seltenere. Vielleicht reicht es ja, dass wir irgendwas mal zusammen schustern können. Jedenfalls 575 von 600 sind voll. Die 600er Grenze habe ich sehr oft durchbrochen beim Abbauen. Und ich habe dann alle Sachen, die über 30 waren, wieder entsorgt, damit ich maximal 30 drin hatte. Hier Schwefel 61 mal, 47 mal Vanadium, Haufen Kram. Ja, Daten kamen, keine weiter dazu. Schiffsfracht hätten wir auch. Fuck, 96, mir fällt gerade was ein, aber das können wir auch auf Black Hide machen. Und zwar wollte ich eigentlich ein paar Sammeldrohnen mitnehmen. Ganz, ganz wichtig, darf man nicht vergessen. Denn ich würde gerne einfach ein bisschen rumfliegen und so Sachen sammeln, die wir halt für die Ingenieure brauchen. Unter anderem, was ich im Forum gelesen hatte, was ich auch als gute Idee finde, in Anarchiesystem, dort die Navigationsboje. Oder halt dort in Anarchiesystem einfach ein paar Leute wegballern, wie zum Beispiel auch Handelsschiffe, ganz einfach mal. Da man von denen halt auch so ein paar Sachen kriegt, die man sonst ja nur schwer durch Missionen irgendwo bekommt oder halt gar nicht. Oder dann halt die Oberflächenbasen scannen oder halt Dinge dort kaputt machen. Aber wenn man diese Datenpunkte scannt, auf den Oberflächenbasen sind ja manchmal 2, 3, 4, 5. So in der Dreh, 2, 3, 4 immer. Und bekommt dann, wenn man alle erledigt hat, auch so ein Datenpaket zugesteckt. Boah, das sah ja geil aus. Alle drei um uns drum rum. Und bekommt dann halt so ein Datenpaket, wo eine ganze Menge Sachen drin sind. Ja, da würde ich gerne mal schauen. Und ich muss auch sagen, jetzt nach der Bergbausache bin ich wirklich jedes Mal mehrfach an die 600er Grenze gestoßen, weil oft irgendein Kram halt dabei war. Und können wir mal schauen, synthetisieren, kleinkalibrige Munition könnte ich, Premium, 30% Schaden, ohohoho. Ja, auch halt gut was zusammengekommen, Hochgeschwindigkeitsmunition, wieso kann ich denn das nicht machen? Also, ja, gut, wahrscheinlich weil ich keine Hochgeschwindigkeitsmunition an Bord habe, ne? Weiß ich nicht. So, wo ist ein Black Hide? Hier oben. Auf jeden Fall werden wir uns mal so ein bisschen umgucken, wo wir noch so Sachen kriegen. Es ist jetzt immer noch so, dass ich jetzt, wo ich gerade aufnehme, die letzten Folgen noch nicht erschienen sind. Deswegen kann ich dann noch nicht auf etwaige Kommentare drauf eingehen, wo wir halt schon nach Sachen gesucht haben. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn das vielleicht erst in den nächsten Folgen der Fall sein wird. Aber wir schauen uns ein bisschen um und ich will jetzt nochmal zu dem hin. Denn wenn man bei ihm wohl Stufe 3 erreicht hat, bekommt man auch Zugang zu anderen Ingenieuren noch oder einem anderen. Oder der wird halt einfach freigeschaltet, ganz einfach. So, wieder hier oben. Direkt an den Nordpol oder Südpol. Ja, müssen wir mal schauen, wo wir hier Anarchiesysteme in der Nähe finden. Ich zeige euch gleich nochmal was zu den Lesezeichen, die man setzen kann. Gelb ist Anarchie, da hinten wäre eins. 40 Lichtjahre, hier ist auch gleich eins. Schuhe Mann.
Merken wir uns mal. Jedenfalls die Lesezeichen. Ich gehe mal kurz drauf. Ich hoffe, der Gleitmodus kommt noch nicht. Wenn man da draufklickt, wie jetzt zum Beispiel der sehr häufige Metallring, kann ich direkt hier drüber eine Route plotten. Und der plant mir dann nicht nur die Route bis zu dem System, sondern auch, ich habe das Lesezeichen an dem Planeten oder ja, an dem Planeten gesetzt, wo ich abbauen war. Der plant die direkt bis dahin. Also, das ist geil. Ne? Man muss nicht mehr in das System rein. Einmal das Lesezeichen gesetzt und dann plant er direkt die Route bis dorthin. Das finde ich super. Und übrigens war das... Oh, was haben wir denn hier? Einen kleinen Grafikfehler. Ich habe im Forum gelesen, dass das jetzt ab und zu mal vorkommt seit dem kleinen Patch. Der jetzt nochmal rauskam. Was soll das denn? Okay, krass. Kenne ich so nicht. Ja, auch nicht. Sieht aus wie so ein Borgwürfel, der sich hier über uns vor die Sonne geschoben hat. Ich hoffe jetzt einfach mal, es liegt nicht daran, dass ich meine Grafikkarte dezent übertaktet habe. Ist mir zumindest in keinem anderen Spiel irgendwas aufgefallen und Elite Dangerous ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, was am meisten Ressourcen frisst. GPU liegt gerade bei gerade mal 64 Grad. Geht ja noch. So, halt. Docking permission authorized. You may proceed to landing pad 08. Fuck, ich hoffe, wir schlagen jetzt hier nicht auf. Nein, 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 nein. Schilder, Schilder, Schilder. Oh, Gott sei Dank. Ja, hier ist auch sehr dunkel. Zu meiner Verteidigung. So, okay. Scheiße. Direkt mal die Lackierung angekratzt. Direkt wieder unbeliebt gemacht hier vor Ort. So. Okay, als erstes mal ein paar Drohnen mitnehmen. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ja, okay. Docking procedure completed. Ship secured. Greetings, Commander. Wieso kann... Moment. Ich hab doch aber das Modul. Hier, ja, die Sammeldrohnen, die sind dabei. Wieso kann ich jetzt keine kaufen? Inventar ist leer. 96 Fracht sind frei. Ich hätte jetzt einfach mal ein paar mitgenommen. Treibstoffsammler. Oh, das ist ja erbärmlich. Wieso kann ich denn jetzt hier keine Drohnen kaufen? Das gibt's doch nicht. Naja. Okay. Die Strahlenlaser. Können wir da irgendwas machen? Ah ja, guck mal hier. Das könnten wir machen. Leichtgewichtgeschütz. Robustes Gestell. Intaktheit. Phosphor und galvanisierende Legierung. Nickel und Vanadium. Na gut. Ich mach mal das. Komm. Da haben wir genügend Materialien erstmal, dass wir da ein bisschen rumprobieren können. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn jetzt hier nichts so Gutes rauskommt. Macht nichts. Bisschen Masse bei so einer kleinen Waffe. Ah ja, hier. Vielleicht. Genau, komm schon. Ah, Gott, verdammt. Nochmal probieren. Intaktheit besser. Ich glaube, das ist vollkommen Wurst mit der Intaktheit. Ach komm, ey. Ich nehme das jetzt erstmal. Ja, ja, ja. So. Modifizierte Consumer Software Firmware. Das wäre ganz geil. Oder halt das hier. Na komm, probieren wir es nochmal. Wenigstens so ein Zusatzeffekt, das wäre halt nicht verkehrt, ne?
Ah, verdammt. Ach scheiße, jetzt habe ich aus Versehen weitergeklickt. Ach, Idiot. Ach nee, sorry. Ah, komm schon. Komm, 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 komm. Oh, wieder daneben. Das ist mies. Ich klicke manchmal wirklich exakt, wenn der über diesem blauen Ding ist und der springt dann eins zurück. Dann klicke ich eins danach, dann ist es auch eins danach. So, jetzt nochmal. Ist mir egal, was hier oben rauskommt. Ich will dann wenigstens so einen kleinen Zusatzeffekt. Oh, jetzt hör auf. Das war aber knapp. Ist ein bisschen wie im Casino. So, komm, würfel dir da oben mal was zurecht. Stört mich jetzt nicht. Ach, komm. Nochmal. Das wäre eigentlich, das wäre top. Ah. Vielleicht steigen wir wenigstens auf bei ihm, wenn wir hier immer mal was generieren lassen. Ich lasse jetzt mal laufen. Ach, das war auf dem Blauen. Ich kriege hier die Krise. Ja, eine ganze Menge Nickel hat man auch bekommen halt beim Abbau. Och, komm ey. Mach jetzt hinne. Kann doch nicht so schwer sein. Ich wollte heute eigentlich noch was Gescheites machen, aber wenn der hier nicht mehr irgendwie so ein paar Drohnen vorrätig hat. Ach jetzt, das ist doch nicht die Möglichkeit. Ich drücke schon ein bisschen später, damit das nicht davor schon einen Stopp macht. Bringt nur leider nichts. Oh, das wär ein ganz gutes Resultat tatsächlich. Könnten wir trotzdem erstmal nehmen, wenn es jetzt nicht klappt. Jetzt war es wieder eins zu spät. Ich nehme es jetzt trotzdem. Ach ja, je. Guck mal hier, Grad 3. Geil. Kaufte Modifikation, alles klar. Warte mal, Energieverteiler. Kann ich da nochmal was klar machen? Nö. Elektrochemische Detektoren. Oh, gut, dass ich so viel Schwefel dabei habe. Guck mal hier. 2. Ach genau. Hab übrigens gelesen, dass es wohl besser ist. Moment. Wenn man das mit der, also wenn man auf, Moment, lieber dann auf die höhere Nachladegeschwindigkeit gehen soll, als auf die Kapazität. Aber jetzt sehe ich ja hier unten, wo war das? Das hier werde ich wahrscheinlich hierfür machen. Einfach Waffennachladung bis zu 14% und Waffenkapazität höher. Bloß da fehlt halt einiges. Uiuiui. Leitfähige Komponente. Den pinne ich mir jetzt erstmal. Im Moment, kann ich mehrere pinnen? Der hat jetzt zumindest den alten nicht ersetzt. Oder? Nö. Das ist jetzt bloß der eine. Ah, war ja ein bisschen meine Hoffnung. Schade. Wir sind ja noch nicht fertig, Freundchen. Denk nicht, dass du mich hier los wirst, bevor ich hier nicht irgendeinen Effekt auf der Waffe habe. Warte mal, wir haben bloß den einen Dreier, ne? Und nochmal. Ich kann es ja auch mal so auslaufen lassen, ohne dass ich drücke. Vielleicht klappt es dann ein bisschen besser. Aber ich glaube es nicht. Wobei ich selber auch nicht so jetzt das größte Glück hatte. Fuck! Es war doch blau! K-
könnte man echt ein bisschen wahnsinnig werden. Und nachher ist es irgendwie so ein Scheißeffekt. Komm, jetzt ich habe schon die Hände weggenommen von der Maus. Ich habe nämlich gerade nochmal gedrückt. Ja! Nein! Ah! Ich gehe kaputt. Komm, wir machen jetzt, bis hier die Dinge ins alle sind. Ist mir egal. Ey, Alter, verarsch mich nicht. Wenn blau ist, dann ist blau. Du wirst nicht mein Kumpel hier aus dem Leichenschauhaus, mein blasser Freund. Vielleicht sollte ich wirklich einfach auslaufen lassen. Und nochmal. Zumindest steigen wir so im Level bei ihm. Oder im Rangfortschritt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Noch eins, noch eins, noch eins. Scheißspiel. Nein, Quatsch. Macht Spaß. Einfach mal alle Ressourcen verballern. Ach Mist. Ist das buggy, dass wenn ich, also es war jetzt wirklich sehr oft, dass ich exakt, wenn es blau war, gedrückt habe und dann springt der eins zurück und wenn es kurz danach ist, dann geht es auch nicht. Also, weiß es nicht. Komm schon, das sieht gut aus. Weiter, 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 weiter. Oh, wie viel habe ich noch? Einmal können wir noch. Zumindest das. Wir können das erste oben nochmal machen, dieses Leichtbaugeschütz. Oh, wir haben eine Nachricht erhalten. Bitte verlassen Sie unseren Sternhafen. Komm schon, komm schon, komm schon. Das sieht. Ach, scheiße. Ach, fuck. Ja, verwerfen. Ja, behalt deinen Mist. Was denn jetzt? Was habe ich denn für eine Nachricht bekommen? Moment, ich schau mal eben nach. Ah, Li Qing. Genau, das ist der andere. Li Chong, Cheng. Mein Gott. So. Andere Ingenieurswerkstatt. Moment mal. Da kann. Gibt's bei den Laser nur noch die Zweier? Ging es da nicht weiter? Nee. Leichtgeschütz könnten wir halt noch machen. Das sind ja Sachen, die kommt man relativ schnell. Galvanisierende Legierung bekommt man, glaube ich, auch von den Schiffen, die wir da irgendwie den letzten Male oder so abgeschossen haben. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ist für mich jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Oh, Schaden pro Sekunde. Na gut, um 1%, das macht es jetzt auch nicht. Ey, ich steig gleich durch meinen Monitor. Also sorry, das ist aber echt mies. Ja, komm, reicht wieder nicht. Nochmal. Ey, sorry, geht jetzt die ganze Folge drauf hier wegen rumprobieren, aber vielleicht schaffen wir es ja noch, dass wenigstens der Dreier, dieser Strahlenlaser, was abkriegt. Am Arsch. Fuck. Und da hat er auch keine Drohnen vor Ort. Ich krieg's kotzen. So, komm, jetzt. Komm schon. Ich verballer jetzt die ganzen Ressourcen hier in der Folge. Pass mal auf, ich klicke.
fliege jetzt mal einfach weiter. Vielleicht haben wir Glück, dass ein Effekt kommt, aber leider nicht. Hatte in der Beta immer mal gut funktioniert, wenn ich einfach weiter geklickt habe. Dann habe ich nämlich sehr oft hier unten was bekommen, aber anscheinend war das vielleicht ein bisschen buggy, deswegen lassen wir es jetzt wieder normal weiterlaufen. Also echt minimal, was man an Schaden verlieren würde hier bei dem Teil. So, komm jetzt. Alter. Mach. Ach so. Ey, wieso geht das denn nicht? Wieso nicht? Ich kann das ja manuell stoppen, aber immer wenn der blau anzeigt, geht das nicht. Ich weiß, und wenn ich es noch 10-mal sage, es wird nicht besser dadurch, aber so läuft nun mal Aufregen. So, komm jetzt, komm schon. Wir geben nicht auf, noch habe ich Kram dabei. Wieder nicht. Ja, weiter. Schon 4-mal kommen wir noch. Mann, oh Mann. Oh, vor allem dieses niederträchtige Geräusch, wenn das fehlschlägt. Dieses Und neue Runde, neues Glück. Das sieht sehr gut aus. Ey, ich hab gedrückt. Ach komm schon, 3 oder 2-mal noch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Los jetzt hier. Dafür kauf mir doch wenigstens ein paar Drohnen, wenn du schon so arschig zu mir bist. Das ist jetzt, glaube ich, das letzte Mal. Komm jetzt. Gib Gas. Gib dir mal Mühe. Du bist der schlechteste Ingenieur, den ich kennengelernt habe im ganzen Spiel. Wieder nichts. Komm, behalt deinen Scheiß. Na gut, immer einen guten Fortschritt bei ihm gemacht. Er hat immer noch keine Drohnen, ne? Ja, das war zu erwarten. Ich bin enttäuscht von diesem Ingenieur. Ich bin sehr enttäuscht. Ach, verdammt. Na gut, tja, haben wir uns mal eine Folge Rumgefluche angehört und gesehen, wie man Ressourcen sinnlos verschwendet. Auch nicht verkehrt, immerhin sieht es vor uns recht schön aus. Da rechts oben geht auch die Sonne auf oder unter, man weiß es nicht genau. Ja, immerhin, die Grafik macht keinen schlechten und ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und ja, schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal, da passiert dann wieder ein bisschen mehr, versprochen. Ciao.